wir sind bei Subway, denn hier gibt's was zum Thema Raclette. Ja, Raclettes und Subs. Ob das passt, finden wir heraus. Foodschau! Ja, im Vorspann habt ihr das gesehen. Wir sind wieder bei Subway, denn hier ist Easy Cheesy Xmas. Ja, und das mit Raclette-Käse und Trüffelmayonnaise. Das war's dann aber auch schon in dem Sinne. Es gibt aber drei Subs dazu. Ja, ihr habt gesehen, ich war heute mal in einer anderen Filiale. Ich war heute mal in Lemgo in der Filiale. Ich teste mich ja quer durch. In dem Ort, wo ich wohne, gibt es auch eine Subway-Filiale. Die hat aber noch nicht offen. Die ist aber ganz, ganz neu. Ist, wie gesagt, noch nicht eröffnet. Dann werde ich dann in Zukunft hinfahren. Hoffe ich. Ja, ich stehe hier auf so einem großen Parkplatz und werde für euch jetzt die neuen drei Subs testen. Nämlich das Philly Beef Raclette, Spicy Raclette und Veggie und Raclette. Ja, was ist das genau? Es sind an sich wirklich die klassischen Sorten, die ihr so kennt. Also das klassische Philly Beef, das klassische Spicy und das klassische Veggie mit Raclette-Käse drauf und Trüffelmayonnaise. Mehr ist es gar nicht. Das fand ich so ein bisschen schade. Ich hätte mir so eine extra Zutat mehr gewünscht als nur Raclette-Käse. Aber vielleicht schmeckt es dadurch mega gut, weil Raclette-Käse ja eigentlich schön würzig ist. Ja, es steht auf der Website. Ich kann es euch einmal einblenden. Ho, 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 hol dir deine Explosion Weihnachtsstimmung mit dem heißesten Weihnachtswunsch. Erfüll ihn dir mit zart schmelzenden Extras auf deinen Sub-Favoriten. Du gönnst dir gleich festliche Kreationen mit Appenzeller Raclette-Käse und edler Trüffelsoße. Und geht noch so weiter. Das heißt also, diese Subs sind nicht speziell Aktionssubs. Ihr könnt das mit allen Subs machen. Diese drei, die ich aber jetzt getestet habe, die auch beworben werden, das sind aber die sozusagen, ja, Aktionsüberbegriff-Subs. Ihr könnt den Raclette-Käse auf jeden eurer Käse-Subs wieder draufhauen. Es ist ja typisch Subway. Das Subway könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt euch das mixen und mixen, wie ihr wollt. Die haben aber eine Grundrezeptur. Habe ich heute wieder gesehen. Die haben so ein kleines Kärtchen und da steht drauf, wie die Grundrezeptur ist. So wie das Ding oben auf dem Foto ist oder auf eurem Handy und sonstigen. Haben die heute auch so gemacht bei mir in der Filiale. Die waren auch erstmal kurz überfordert, weil sie sagt, ja, ich brauche es genau so. Dann musste er die Karte raussuchen. Dann hat das wirklich danach gemacht. Fand ich aber cool, dass sie es trotzdem machen. Philly Beef Raclette blende ich mir euch einmal ein. Unsere Weihnachtsüberraschung für Meatlover, das Philly Beef Raclette mit zartem Beef, geschmolzenem Raclette-Käse und Trüffelsoße. Schmecktakulär. Dann Spicy Raclette. Festlich, würzig, tralalala. Spicy Raclette ist schon da. Das sorgt mit geschmolzenem Raclette-Käse und cremiger Trüffelsoße für eine herzhafte Weihnachtsstimmung. Und das Veggie Raclette. Fleisch, wer nicht so auf Fleisch auf dem Wunschzettel steht, easy cheesy, hol dir einfach das Weihnachtssub mit knackigen Veggies, würzigen Raclette-Käse und Trüffelmayonnaise. Da habt ihr das also nochmal gehört. Relativ einfach gehalten. Preislich. Philly Beef Raclette. Als Footlong, also als große Version, 10,99 Euro. Das Spicy 9,79 Euro. Veggie 8,49 Euro. Ja, zusammen 29,27 Euro. Ey, 29 Euro für einen Test ausgeben. Manchmal ist es echt für mich auch hart, so viel Geld auszugeben. Natürlich, ich kriege auch was zu essen dafür, aber trotzdem ist es viel Geld für einen Test. Aber ich mache es ja auch gerne und wir schauen mal. Ich habe euch jetzt keine Nahaufnahmen dafür gedreht, weil ich habe euch ja gerade gesagt, was es ist. Ich kann es euch, wie gesagt, immer nur zeigen. Wir fangen mit dem Veggie an. Weil das Veggie ist, glaube ich, das Einfachste wirklich. Das ist dieses hier. Ich habe euch keine Nahaufnahmen gedreht. Ihr seht es dann hier. Ihr habt hier diesen ganz normalen, ja, das Körnerbrot wurde jetzt hier gewählt. Da drin ist, was macht denn der Fokus? Da drin ist der Raclette-Käse, die Trüffelsoße und darauf ist dann nochmal ein bisschen Salat, Gurke, Zwiebel, Tomate. Ja, und das war's, glaube ich. Wenn das echt alles ist, ist das sehr, sehr, sehr teuer, finde ich. Also, der ist ja, an sich ist es nur Brot mit ein bisschen Salat und Käse für 8,49 Euro. Zwei. Also, wie gesagt, ein Footlong. Ich habe hier noch, die anderen liegen hier noch. Ich beiß mal rein und sag euch gleich mal, wie es schmeckt. Ja, und da seid ihr, oder sag ich, wieder zurück aus der Nahaufnahme. Ich muss mich mal dran gewöhnen, dass es heißt, ich bin zurück. Oder wir sagen aus dem Speed-Up. Schmeckt mit dem Raclette-Käse und der Trüffelsoße, hat wirklich so einen schönen Geschmack, schmeckt herzhaft dadurch, also schmeckt wirklich gut. Was aber langweilig ist, dass es einfach so viel Brot ist mit nur ein bisschen Salat. Und das ist mir ehrlich gesagt zu wenig, also für den Preis. Wie gesagt, es ist nicht mal irgendwas drauf, es ist kein Fleischersatz drauf, kein Gemüsepatty oder sonstiges. Es ist einfach nur Salat mit Soße und Käse.
dafür ist es zu wenig. Es schmeckt mit dieser Trüffelsoße und Raclette-Käse. Also es ist wirklich eine gute Kombi. Macht es wirklich schön herzhafter, macht das so ein bisschen cremig durch die Soße. Alles lecker. Aber preis-leistungsmäßig ist es eine Katastrophe für 8 Euro. Also selbst wenn es nur die Hälfte kostet, also für die Hälfte ja. Ein Footlong für die Hälfte, okay, weil nichts anderes drauf ist außer Salat. Das hätte man machen können oder vielleicht 5 Euro fürs Footlong oder von mir aus 5,49 Euro, aber nicht 8,49 Euro. Davon auch, wenn es nur das Halbe ist, ist es immer noch zu teuer für das Halbe. Also von einem Veggie bin ich kein Fan, da würde ich euch wirklich raten, lasst, legt euch da noch was drauf. Aber wie gesagt, dann wären die 8,49 Euro aber auch noch ein bisschen teurer. Dann mixt euch das irgendwie anders, wenn ihr das Veggie haben wollt. Aber das bekommt punktemäßig nur so 2,5 von 5. Also wirklich gut gemeint, weil es schmeckt, daran scheitert es nicht, aber es ist zu teuer. Jetzt beißt man ins Philly Beef Raclette, also mit dem wirklich Philly Beef Rindfleisch. Muss aber nochmal aufpassen. Ja, ich beiß rein, ihr seht mich wieder mit dem Ergebnis. Ja, und das schmeckt. Und das schmeckt wirklich, muss ich sagen, richtig gut. Du hast wirklich diesen Raclette-Käse. Es könnte mehr Käse nochmal sein. Extra Käse war, glaube ich, 3 Euro, wenn ihr nochmal auf das Footlong nochmal ein paar Scheiben drauf haben wollt. Muss man aufpassen mit dem Raclette-Käse. Wenn nicht, nehmt doch mal einen anderen Käse oder so dazu. Aber die Trüffelmayo mit dem Philly Beef, dazu die Gewürzgurke, die Jalapenos da drin, das Brot, das passt in der ganzen Kombination. Es ist so ein richtig schönes, herzhaftes Ding mit so richtig geilen, würzigen Noten. Was wirklich so in die Richtung Raclette wirklich geht. Also das trifft wirklich das Thema Raclette sehr, sehr gut. Also es ist wirklich so eine richtig schöne, geile Kombi im Mund. Das ist einfach lecker. Also das Philly Beef Raclette, das bekommt wirklich, muss man sagen, 5 von 5. Das ist wirklich lecker. Also das passt. Hier finde ich den Preis zwar auch, wie gesagt, für 10,99 Euro vielleicht einen Tick zu teuer. Aber man kriegt was fürs Geld. Also mit diesen 2 Footlong, das ist schon, das macht auch mehr satt als so ein Burger. Das ist okay, ich hätte es für 9,90 Euro vielleicht ein bisschen besser gefunden, statt jetzt für 10,99 Euro. So ein Euro günstiger oder 1,79 Euro, wie jetzt das Spicy, was genauso ist. Da werde ich die Preis-Leistung so einen Ticken besser gefunden, aber super lecker. Also da passt die ganze Kombi. Wenn ihr also Fans von Philly Beef seid und auch dieses Käse gemögt und so, probiert das in dieser Raclette-Kombi auf jeden Fall mal aus. Das ist richtig gut. Ja, und jetzt beißt man nochmal in das Spicy rein, das sind ja mit, ist, glaube ich, mit Kochschinken, sonst auch Oliven sind ja noch drauf, Tomate, scharfe Salami müsste das noch sein, ja, und Raclette-Käse. Wir gucken mal. Ja, und auch lecker. Schmeckt wirklich fast wie so ein Sub, was man sich zu Hause macht. Also es hat so diesen Zuhause-Flair durch diesen Kochschinken, durch die Salami. Ich finde, der Raclette-Käse geht hier ein bisschen durch die Schärfe, ein bisschen unter, wird ein bisschen weggedrückt. Hier müsste auch mehr Käse drauf sein. Soße passt aber auch wieder super. Die Trüffel-Mayo ist eh lecker, muss man sagen, von Subway. Also die ist wirklich sehr, sehr gut. Oder Trüffelsoße ist aber, glaube ich, eine Mayo. Finde ich auch gut gelungen, würde ich aber punktemäßig in der Kombination vielleicht nur so 4 von 5 geben. Das hat für mich nicht so diesen Flair, den ich wohl sagen würde, boah, geil, das knallt so rein. Und ich finde es, glaube ich, auch für 9,79 Euro zu teuer im Verhältnis. Also für das, was ich jetzt gerade vom Geschmack so erlebe. Also ich würde es auch einen Ticken niedriger ansiedeln. Ich würde das eher so bei 7,79, also 7, also so 2 Euro günstiger sehen. Ich kann verstehen, Personalkosten sind teuer, Stromkosten sind teuer. Jetzt mit Raclette-Käse, das kostet alles dadurch ein bisschen Aufpreis. Am besten umgesetzt hat es für mich aber wirklich nur das Philly Beef. Also das ist Philly Beef Raclette, das setzt für mich das Thema am besten um. Ihr könnt euch ja, wie gesagt, das Mo bauen, wie ihr möchtet. Ihr könnt das euch auch, ihr könnt euch auch ein Spicy Philly Beef machen und da noch das Zeug drauflegen. Ihr könnt das ja mit Fleisch mixen, wie ihr wollt. Subway gibt euch alle Freiheiten. Ihr müsst nur auf den Preis dann aufpassen. Aber wenn ihr euch auf die Grundsubs fixiert, würde ich euch wirklich das Philly Beef empfehlen. Das, die anderen beiden einfach ein Tick zu teuer. Und ja, mehr kann ich euch nicht sagen. Kann man auf jeden Fall machen. Schöner Test. Freut mich. Ich bin gespannt auf
Euer Feedback zu dem Video, zu den Subs. Werdet ihr sie probieren? Habt ihr sie schon probiert? Mögt ihr Raclette-Käse? Seid ihr Raclette-Fans? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich sage danke fürs Foodschauen. Wir sehen uns in eins der nächsten Videos. Ich fahre jetzt wieder nach Hause. Dann kann meine Freundin nochmal probieren und Barney auch. Und dann ja, sehen wir uns in eins der nächsten Tests. Ich glaube, Fastfood-Tests kommt, glaube ich, noch was dieses Jahr, meines Wissens. Ich muss in meinen Kalender erst gucken. Ich könnte ihn jetzt hier aufmachen, möchte ich euch aber nicht verraten. Sagen wir mal so. Es kommt noch was. Ja, ihr seht mich auf jeden Fall im Dezember nochmal mit dem Fastfood-Fest. Was genau und wann genau, haltet die Augen offen. Und sonst gerne täglich oder fast täglich natürlich abends auch ein Testvideo. So.